Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Future Perfect Channel. Tja, was ich hier vorliegen und nun ausführlich getestet habe, ist eigentlich ein mit teuren und geradezu ungewöhnlichen Mitteln beworbenes Spiel, wenn man sich mal darüber klar macht, dass man an einige Journalisten wirklich eine Pseudo-Zeitung geschickt hat, die zur Zeit des Spiels angesiedelt ist. In einer fiktiven Zukunft, in der es ein vereinigtes Korea geschafft hat, im Verlauf von vielen Jahren die Vereinigten Staaten von Amerika zu unterjochen. Klingt komisch, ist aber so. Tatsächlich handelt es sich dabei um das von den Chaos Studios entwickelte und THQ verlegte Spiel Homefront. Es handelt sich hierbei um die Erzählung einer etwas verqueren Geschichte, welche zwar über einige Logiklöcher verfügt, aber sich trotz allem von Serien wie Call of Duty oder Battlefield abgrenzt. Und schon vom Hören, ja, sollte den meisten auffallen, dass sie zumindest über ausreichend Potenzial verfügt, um verarbeitet zu werden. Die entscheidende Frage ist hierbei natürlich: Nutzt dieses Homefront nun das Potenzial aus, oder ist es wieder nur ein weiterer Shooter von der Stange? Die Frage werden wir im Folgenden klären, aber hier erstmal ein paar Impressionen zum Spiel. Hier kommt der Trailer. The torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Here at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. Kill the good communists! Kill the bad communists! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. Korean's annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Wer sich von vornherein nur mit der Kampagne beschäftigt, wird höchstwahrscheinlich eher zu letzterem tendieren. Sprechen doch auf den ersten Blick viele Punkte gegen Homefront, welches in Europa am 18. März 2011 für die Xbox 360, die PS3 und den PC erschien und im Einzelspielermodus nicht so recht zünden will. Da wäre zuerst einmal die mit ca. 4 Stunden erschreckend kurze Spielzeit, die der gegenwärtig vorherrschenden Entwicklung eines immer kürzer werdenden Spielerlebnisses, welches nicht zuletzt von Call of Duty und Co. ausgeht, quasi nicht die Stirn bietet. Auch die Figuren der Haupthandlung sind beinahe allesamt nichts weiter als Schablonen, angefangen bei einem beinahe völlig unbekannten und schweigenden Protagonisten, von dem wir kaum etwas wissen, außer dass er Adams heißt und Pilot ist. Auch die Handvoll Leute, die, wie wir, im amerikanischen Widerstand aktiv sind, werden weder anschaulich dargestellt, noch erfahren wir irgendwas über ihr Schicksal. Ihre Vergangenheit? Wir erfahren gar nichts. Dieses Fehlen jeglicher Charakterentwicklung oder auch nur Charakterdarstellung macht uns schnell darauf aufmerksam, wie wenig Homefront von dem einhält, was es eigentlich mit der ungewöhnlichen, aber interessanten Hintergrundgeschichte versprach. Nun sollte man trotz belangloser und hohler Charaktere nicht die sonst gelungene Atmosphäre des Spiels außer Acht lassen, denn gleich zu Beginn wird man von der koreanischen Militärdiktatur in einem Bus verfrachtet, durch den wir das Leid und die Schmerzen mit ansehen müssen, die das amerikanische Volk erdulden muss. Wir sehen Frauen, die von koreanischen Soldaten auf den Boden geworfen werden. Wir sehen einen Jungen von vielleicht 3 oder 4 Jahren, vor dessen Augen die eigenen Eltern erschossen werden. Mit Tränen übergossenem Gesicht rennt er zu dessen Leichen und weint in sich hinein. Im späteren Verlauf des Spiels sehen wir und die Mitglieder des Widerstandes einen Bagger, der von den Nordkoreanern benutzt wird, um einen Berg an Leichen auf ein eingenommenes Sportfeld zu verfrachten.
Schonungslose Momente wie diese zeigen, dass auch Homefront letztendlich über eine Seele verfügt. Der Willen nach dieser ist jedenfalls eindeutig vorhanden. Und genau bei diesen Momenten frage ich mich immer, warum Homefront? Was soll das? Du präsentierst uns eindringliche Bilder und teilweise schockierende Kriegsszenarien, aber warum führst du diese konsequent eingesetzte Dramaturgie, dieses schonungslose Darstellen des Monsters Mensch nicht weiter? Du hättest ein Spiel sein können, das einem wirklich in Erinnerung hätte bleiben können. Aber warum bietest du uns dann eine bei weitem viel zu kurze Spielzeit, Charaktere, mit denen man sich weder identifizieren kann, noch die einem was bedeuten? Und vor allem, warum bescherst du uns ein dermaßen abgehacktes Ende, dass man mit weit geöffnetem Mund vor dem Abspann sieht und sich dabei fragt, ob es sich hierbei um einen Witz handeln soll? Mir ist wirklich selten ein Spiel zwischen die Hände gekommen, das am Ende der Kampagne so viele Fragen ungelöst lässt, denn, wie bereits erwähnt, verfügt Homefront über enormes Potenzial, das es aber nicht ausreichend ausnutzt, um sich am Ende von anderen Shootern wie Call of Duty abheben zu können. Da helfen auch weder die ordentliche, aber gemessen an Call of Duty nur durchschnittliche Grafik, noch die, meiner Meinung nach, nur mäßige und uninspirierte deutsche Synchronisation, um Homefront am Ende aus der Mittelmäßigkeit tiefen zu können. Weswegen ich diesem Spiel am Ende leider nur 6 von 10 Punkten geben kann. Es macht dem Mehrspieler wahrscheinlich Spaß und ist deswegen eine gute Plattform für alle Leute, die miteinander zocken möchten, aber die Kampagne hat mich persönlich nicht wirklich überzeugt und kriegt da mit 6 Punkten noch relativ viel Punkte, denn es ist wirklich nur ein sehr, sehr durchschnittliches Erlebnis, das ich durch einige wenige Momente abheben kann, aber am Ende eigentlich nur ein Durchschnittsspiel ist. Erwartet also, wenn ihr es für 20 Euro auf der Softwarepyramide, wie ich sehe, wenn ihr es da seht, dass ihr nicht wirklich viel erwarten könnt und dass es am Ende wirklich 4 Stunden lang um ein durchschnittliches Spiel geht, aber eben nicht mehr. 6 von 10 Punkte ist daher noch sehr viel, mehr kann ich ihm wirklich nicht geben. Also es ist ein durchschnittliches Spiel, es ist wirklich kein Pflichtspiel, das ihr euch holen müsst, vor allem kein Pflichtspiel des Jahres 2011, da gibt es wesentlich bessere Spiele, meiner Meinung nach, und es ist nicht, auf Call of Duty speziell, aber Homefront ist Durchschnitt, mehr nicht. Also erwartet nicht zu viel. Ja, und das war das neue Video auf dem Future Public Channel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.